So, willkommen zurück. Mein Let's Play Far Cry 4. Desto schlechter. Aber ich habe keine Männer. Mein Vater ist zwar alt, aber noch ganz rüstig. Mhm. Der Pleur hat überall Augen. Sagen wir, macht mal hier diese Mission. Es wird sehr schwer sein, da einzudringen. Machen wir mal einfach. Versteck die Tüte, gegen den du sie nimmst und wegträgst. Klingt logisch. Ja. Das Geklimper hier ist gerade mein Hundilein. Er will ein paar Streicheln halten. Fühlt sich gerade etwas vernachlässigt. Ich hier gerade eine ganze Session aufnehme. Okay. Okay. Ich muss gucken, wo der Alarm ist. Normal. Verfolge Distanz im Schwergewichtsjäger. Wo ist hier der Alarm? Da lässt er die Alarmglocken beim Schrillen. Frei den Außenposten, wo alle Gegner tötet. Das kennen wir schon, die mit den Bonuspunkten. So. Mal gucken, wo der Alarm ist, damit ich den erstmal kaputt mache. Wenn ich den schon mal kaputt habe, ist alles einfacher. Die deaktiviert, meine Schätze. Ich bin wieder etwas ruhiger, weil ich mich konzentrieren möchte. Wie gesagt, ich versuche es wenigstens. Okay, da hinten ist ein Gegner. Diese Hitze. Wenn ich mich nur ausziehen dürfte. Das ist schön zu hören. Mach dich nackig. Oh verdammt. Und die meine gucken. Kleinen kennen kein Leben ohne Bürgerkrieg. Das ist nicht gut für sie. War halt für dich. Ist mir egal. Halt von Mann! Tschüss. Mach dich! Kommt auf den Alarm! Wow, wow, wow. Renn, Junge. Der Alarm ist gefickt. Das ist schon mal gut, dass Alarm defekt ist. Aua. Fuck. Dieser Wichser. Ah. Ja, komm. Wir kriegen ihn. Ja, komm ran. Schnell verbinden. Unterwegs! Bewegung! Ja, komm! Aha. Könntet alle Rebellen, die ihr seht! Ich sterbe ruhig! Ich sehe den Feind! Haltet ihr die Stellung! Kopfschuss! Nachladen! Schießt ihn ins Gesicht! Ich schieße euch ins Gesicht, meine Freunde! Sauberer Headshot. Abschaum! Wer bist du? Ja, wer? Du bist ja der Abschaum. Ich hab ihn! Bam. Tot gemacht. So, Statistik 2000, 3000 Punkte. Ja, läuft. Wenigstens Silber. Besser als gar nicht. Hilf Longinus. Genau so hieß der gute Mann, Longinus. So.
Dann wollen wir mal zurück nach Banapur. Würde ich sagen. Ja, MAM, Banapur. Oder weißt du was, wenn wir schon hier in der Nähe sind gerade, habe ich Munition. Ja, habe ich, sehr gut. Wenn ich schon in der Nähe bin, würde ich den anderen Posten auch übernehmen. Das sein muss nicht sein. Ich weiß nicht, ob man das Radio irgendwie ausstellen kann. Wenn wir quatschen würden. Dies ist ein Hilferuf. Unser Außenposten wird angegriffen. An alle Mitglieder des Goldenen Pfads in Reichweite, bitte melden! Alles klar. Schon unterwegs. Auf geht's. Los geht's! Ich hoffe, man kann. Okay, ne. Ja, komm, geht's! Nein! Verflucht, ist mein Elefant tot gegangen. Egal, muss ich es jetzt so hinbekommen. Komm, mach nach. Krass. Stirb, dieser Wichser, verflucht, ich seh den nicht mal. Wo ist der Kerl? Boah, komm, hier, kontroll dich. Krass, ey. Okay, der wird jetzt bestimmt aufgetötet. Ja. Ich lade nach! Huiuiui! Junge, was für Idioten! Ihr habt keine Chance gegen uns, Männer! Ich will erstmal Munition einsammeln hier. Wer schießt denn da jetzt? Seid ihr behindert? Seid ihr behindert? Hä? Keine Ahnung. Wer hier am Rumballern ist, Idioten. Ah ja, meine Beutekiste ist voll, verdammt. Ich brauche, ups, ein Fahrzeug. Ja, ich muss weggehen, Junge. Ich muss nämlich den anderen Außenposten übernehmen. Damit hier ein bisschen Party-Marty gemacht wird. Was haben wir hier? So Blätter. Ah, Beutetasche voll verflucht. Schneller, Junge. Haben wir dem Leoparden, sag ich schon, Tigerbeine gemacht. So. Macht bestimmt Spaß, auf Elefanten zu reiten. Hab ich zwar noch nie gemacht, aber würde ich gerne machen. Ja, wieso nicht? Würde ich glaub, ein bisschen schneller, Junge. Wieder da wegdriftet. Geil. Weiter geht's. Ich reite auf meinem Elefanten. Ne. Ich gehe mit meinem Elefanten. Mein Elefant geht mit mir. Okay, dann stören wir den mal nicht. Die zwei Toten passen schon. Elefantenkill!
Ich finde das so geil, den Bonus-Elefanten-Kill. Ich glaube, das waren 50 XP, die ich bekomme. Mehr bekomme. Ist auf jeden Fall richtig nice. Ja, ich habe vorher mit Bandicam, mit Fraps aufgenommen, mit dem ich mit Bandicam auf. Und das läuft viel besser. Mit Fraps hatte ich Probleme die ganze Zeit. Weil es halt die ganze Zeit durch Aufnahme die Fraps eingebrochen sind, die FPS eingebrochen sind. Die Fraps, sage ich schon. Die Frames eingebrochen sind. Das ist hier. Und schon. Und halt teilweise echt FPS-Einbrüche gehabt. Und das war echt nicht mehr schön. Okay. Elefantenkinder, 30 XP, okay. Weg mit der Karre. Oh, wie geil das ist. Los, lauf, mein Dicker, lauf. Ein schöner Dickhäuter. So, komm. Ein bisschen Sporen geben. Vielleicht müssten wir da sein. Entschuldigung. Tut mir sehr leid. Das wollte ich nicht. Das wollte ich ehrlich nicht. Ihr seid doch meine Freunde. Okay, Dicker. Ruhig. Dankeschön, dass ich auf deinem Rücken reiten durfte. Ach ja. Den Haken benutzen. Und das war hier. Genau. Ja, das ist da. Sieht mir aus einem Auto aus. Ach ja, so ein Konvoi war das. Stimmt ja. Oha. Und ja, ist halt Sniper. Das ist sehr interessant. Das ist der Sniper. Ich glaube, von Turm zu Turm wird es schwerer. Echt schlechter Punkt zum Nachladen. Au. Das muss doch wehtun, ne? Wenn das alles so ganz gechillt machen, ne? Voll Wahnsinn. Und nochmal heilen. Und noch einmal. Das sieht schon, das war, sah schon bei Fackel 3 so krass aus. Ah, dieses Drecksvieh schon wieder. Mann. So, wo muss ich jetzt hin? Da. Oben ist hier oben im Flügel, gell? Ich schau schon Sorgen. Hört sich aber so an. Okay, hier ist nicht. Aha. So. Wo war das denn? Ah, hier. Das ist echt mal interessant, diese, sag ich mal, Funktürme jetzt. Ich sehe keine klassischen Funktürme mehr. Aber was? Das ist ja jetzt Glockentürme. Ja, laber doch. Laber doch. Ich werde mein Headset ein bisschen leiser machen. Sonst höre ich mich selber nicht. Stehen Sie hinter
Aua. Kennt ihr das, wenn ihr manchmal zu schnell trinkt und ihr so Stechen und Schmerzen in der Brust verspürt? Das ist Wahnsinn. Neue Aktivität. Soll ich mal erklären, was Wahnsinn ist? Titra, Tirta, was ist das denn? Ah, hier Außenposten. Okay. Da wollen wir da mal. Nochmal, haben wir noch einen Außenposten frei. Und anschließend dann die Hauptstory weiter. Würde ich vorschlagen. Den Sender zu erobern war nur ein kleiner Schritt, aber ein Anfang, AJ. Endlich erreichen wir Verbündete in der Gegend. Aber gerne doch, mein Hübscher. Ist hübsch, muss man sagen. Ich könnte mir gut vorstellen, die zwei zusammenkommen. Also wenn sie nicht natürlich schon vergeben ist, dann weiß ich es ja nicht. Kann es sein, ich sag so oft so, ne? Das ist unglaublich. Und mein Lieblingswort. So. Ups. So nicht. Nein. Ja, ich würde schon sagen, ich bin fest. Schade, ne? Park ihn noch auf. Karma ist immer schön. Um dieses Karma-Ding wieder zu machen. Lade nach, Mann! Seid ihr Soldaten oder Fliegenhirsche? Scheiße! Heil dich! Jetzt kommt er wieder dran! Der Fluch, das war jetzt echt wieder fail. Ich wollte da an das MG-Geschütz dran. Aber das hat jetzt nichts gebracht. Hat nicht geholfen. Beziehungsweise. Ja, hat Schabe versagt. Kläglich. Schande über mich. Okay, ich will zu dem Turm. Achso, ups, bam, gegen den Stein. Hier den Außenposten wollte ich übernehmen, genau. Am Wölfen nehmen, den lege ich mich lieber nicht an. Wäre nicht so toll. Nein, stimmt. Irgendwie komisch, seit die Propagandasendungen aufgehört haben. Namaste, es kommt einem so viel Ruhe davor. Genau. Genau dasselbe habe ich heute. Tja, so ist es halt. Es kommt einem auch viel ruhiger vor. Okay, ich versuche mal hiermit, ob wir da mit einem Paraglider dahin kommen. Genau. Ein bisschen fliegen wir dahin. Und wir segeln über die Wette. Quatsch. Wir segeln um die Wette, wollte ich gerade sagen. Schade, dass man jetzt wäre Third Person. Perspektive richtig geil. Richtig schön, sage ich mal, rauszoomen. Okay, wir machen den Landen, setzen einen Landeanflug an. War nicht so brutal. Autsch. Okay. Dann wollen wir mal den nächsten Außenposten besiegen. Was ist denn hier jetzt so Besonderes? Das ist ein See. Ich guck gleich mal. Ich will den Außenposten erleben.